So, liebe Zuschauer, werden die Theatergänger vor dem berühmten Brecht-Theater begrüßt, wenn der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi auf dem Programm steht. Und damit herzlich willkommen zum vierten Dreisatabend vom Berliner Theatertreffen. Martin Wuttke, der neue Intendant des Berliner Ensembles, ist der Star dieser letzten Inszenierung des Dramatikers Heiner Müller. Seit einem Jahr ist seine brillante Darstellung des Gauners Uhi, der eine ganze Stadt beherrscht, in aller Munde. So hat es nicht verwundert, dass die Jury zum Theatertreffen diese Inszenierung auswählte. Bertolt Brecht schrieb diese Parabel auf den Aufstieg des Adolf Hitler 1941, lange bevor das ganze Ausmaß der Nazi-Verbrechen deutlich wurde. Trotzdem gab es immer wieder Leute, die sich gegen eine Aufführung stellten und darin eine Verniedlichung erblickten. Ob Heiner Müllers Inszenierung den Gegenbeweis antritt? Freuen Sie sich jedenfalls auf großartige Schauspielkunst und auf die Wiederbegegnung mit einer lebenden Legende des deutschen Theaters. Noch einmal steht Bernhard Minetti mit seinen 91 Jahren auf der Bühne. Jetzt also der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi in einer Aufzeichnung aus dem Berliner Ensemble.
Ist, als ob die Nacht am hellen Mittag ausbreche. Nun, meine Herren, Kopf hoch! Wer noch nicht tot ist, lebt noch. Nicht tot sein heißt nicht leben. Warum schwarz sehen? Der Lebensmittelhandel ist im Grund durchaus gesund. Es ist Futter für die 4 Millionen Stadt. Was Krise oder nicht? Die Stadt braucht frisches Grünzeug und wir schaffen's. Wie steht es mit den Grünzeugläden? Faul, mit Kunden einen halben Kohlkopf kaufend und den auf Bord. Der Kaffiol verfault uns. Im Vorraum wartet übrigens ein Kerl, ich sag's nur, weil es kurios ist, namens Ui. Der Gangster? Ja, persönlich. Riecht das Aas und sucht mit ihm sogleich Geschäftsverbindung. Sein Leutnant Herr Ernesto Roma meint, er könnte die Grünzeugläden überzeugen, das anderen Kaffiol zu kaufen, als den unseren ungesund ist. Er verspricht, den Umsatz zu verdoppeln, weil die Händler nach seiner Meinung lieber noch Kaffiol als Särge kaufen. Das ist eine Unverschämtheit. Thompson-Kanonen und Milzbomben, neue Verkaufsideen, endlich frisches Blut im Kaffiol-Geschäft. Es hat sich rumgesprochen, dass wir schlecht schlafen. Herr Arturo Ui beeilt sich, seine Dienste anzubieten. Schmeißt ihn hinaus. Doch höflich, wer kann wissen,
wie weit es mit uns noch kommen wird. Was ist mit Doxborough und einer Stadtanleihe? Der Mann war nie im Herzen mit uns. Was ist im Kaffiol, was das Transportgeschäft? Seinetwegen kann das Grünzeug dieser Stadt verfaulen, da rührt kein Finger. 19 Jahre holt er unsere Gelder in den Wahlfonds. Oder sind's 20? Und die ganze Zeit sei er Kaffiol nur auf der Schüssel und stand nie in einer einzigen Garage. So ist's. Der Mann weiß nicht, wo Gott wohnt. Das ist's. Was fehlt ihm? Wissen fehlt ihm. Doxborough weiß nicht, wie einer sich in unserer Haut fühlt. Die Frage heißt also, wie kommt Doxborough in unsere Haut? Ich lief von Pontius zu Pilatus. Pontius war weggereist, Pilatus war im Bad. Man sieht nur noch die Rücken seiner Freunde. Der Bruder, ehe er seinen Bruder trifft, kauft sich beim Trödler alte Stiefel, nur nicht angepumpt zu werden. Alte Partner fürchten einander so, dass sie vorm Stadthaus einander ansprechen mit erfundenen Namen. Die ganze Stadt näht sich die Taschen zu. Was ist mit meinem Vorschlag? Zu verkaufen? Das tue ich nicht. Ihr wollt das Sabber für das Trinkgeld und dann auch noch den Dank fürs Trinkgeld. Was ich von euch denke, sag ich besser nicht. Mehr kriegst du nirgends. Und von meinen Freunden krieg ich nicht mehr als anderswo. Ich weiß. Das Geld ist teuer jetzt. Am teuersten für den, der es braucht. Und dass es einer braucht, weiß niemand besser als sein Freund. Du kannst die Reederei nicht halten. Und du weißt, ich hab dazu eine Frau, die ich vielleicht auch nicht mehr halten kann. Wenn du verkaufst? Ist's ein Jahr länger. Wissen möchte ich nur, wozu ihr meine Reederei wollt. Wer ist's? Arturo Uy, der Gangster. Wie? Wenn du an uns verkauftest. Er verfolgt uns mit Angeboten, unseren Kaffiol mit seinem Browning abzusetzen. Solche wie diesen Uy gibt es jetzt viele schon. Das überzieht die Stadt jetzt wie ein Aussatz, der Finger ihr und Arm und Schulter anfrisst. Woher es kommt, weiß keiner. Jeder ahnt, es kommt aus einem tiefen Loch, dies rauben, entführen, pressen, schrecken, drohen und schlachten dies. Hände hoch und rette sich, wer kann. Man müsst's ausbrennen. Schnell, denn es steckt an. Wie wenn du an uns verkauftest? Ja, es stimmt. Da ist eine Ähnlichkeit, nicht stark mit dem, doch eben da, mehr ahnbar noch als sichtbar. Am Grund von Teichen sieht man manchmal Äste, grün und verschleimt. Es könnten Schlangen sein, doch sind's wohl Äste, oder doch nicht? Ja, jetzt, wo ich ihn sah und dann dich, ist's mir, als hätte ich früher schon sowas gemerkt, doch nicht verstanden und nicht nur bei dir. Sag noch einmal, wie wenn du an uns verkaufst. Ich glaube, die Stimme ist auch. Nein, besser sag, die Hände hoch, denn das ist's, was du meinst. Ich heb sie hoch, Clark. Nehmt die Reederei. Gebt mir einen Fußtritt dafür oder zwei. Gebt mir zwei Fußtritt, das ist etwas mehr. Du bist verrückt. Ich wünschte, das ist fair. Fisch. Mein Vater lehnt ihn ab. Vergiss ihn, Alter. Wir fragen, du sagst nein, gut, dann ist's nein. Es ist fischig, solche Kai-Anlagen kenne ich, ich mach's nicht. Vater macht's nicht. Gut, vergiss es. Ich sah euch ungern auf den Weg, die Stadt ist keine Suppenschüssel, in die jeder den Löffel stecken kann, verdammt auch. Euer Geschäft ist ganz gesund. Was sag ich, Flake? Ihr seht zu schwarz. Schwarz sehen ist Verrat. Ihr fallt euch selber in den Rücken, Jungs. Schaut, was verkauft ihr Kaffiol. Das ist so gut wie Fleisch und Brot. Und Fleisch und Brot und Grünzeug braucht der Mensch. Steaks ohne Zwiebeln und Hammel ohne Bohnen
Und den Gast sehe ich nicht wieder. Der und jener ist ein wenig knapp im Augenblick. Er zaudert, bevor er einen neuen Anzug kauft. Jedoch, dass diese Stadt gesund wie je nicht mehr 10 Cent aufbrächte für Gemüse, ist nicht zu fürchten. Kopf hoch, Jungs, was? Es tut wohl, dir zuzuhören, Doxborough. Es gibt einen Mut zum Kampf. Die Stadt wäre ohne dich nicht, was sie ist heute. Und mit der Stadt wäre der Carfiol Trust nicht, was er heute ist. Ich freue mich, dass du ihn im Kern gesund nennst, denn wir haben gestern beschlossen, dir zu diesem festlichen Anlass, sag als Beweis für unsere hohe Schätzung und Zeichen, dass wir uns dir immer noch im Herzen irgendwie verbunden fühlen, die Aktienmehrheit in Schieds Reederei für $20.000 anzubieten. Das ist noch nicht die Hälfte ihres Werts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag nichts. Schieb das Paket ein. Denn ein ehrlicher Mann kann's brauchen. Wie? Verdammt den ehrlichen Weg. Kommt wohl der goldene Waggon nicht oft? Wie? Ja. Und dein Junge hier? Ein guter Name, heißt's, ist mehr als ein gutes Bankbuch wert. Nun, er wird's nicht verachten. Nimm das Zeug! Schiedsreederei. Du kannst sie sehen von hier. Ich sah sie 20 Jahre. Es wäre dieselbe Reederei, in der ich nur ein kleiner Wirt war. Da siehst du, Junge, Ehrlichkeit bezahlt sich mitunter auch. Es ist, wie ihr sagt, der Junge hat, wenn ich gehe, nicht viel mehr als den guten Namen zu erben. Und ich sah so viel Übles verübt aus Not. Thank you.
Gerold Arturo, du befreitest dich aus dieser Stimmung braunen Trübsinns und untätiger Träumerei, von der die Stadt schon spricht. Wer spricht? Kein Mensch spricht von mir heute noch. Die Stadt hat kein Gedächtnis. Ah, kurzlebig ist hier der Ruhm. 2 Monate kein Mord und man ist vergessen. Schweigt der Mauser, schweigt die Presse. Selbst wenn ich die Morde liefere, kann ich nie sicher sein, dass das gedruckt wird. Wenn nicht die Tat zählt, sondern nur der Einfluss und der hängt wieder ab von meinem Bankbuch. Geldmangel, sich peinlich fühlbar, die Moral sinkt ab. Untätigkeit verdirbt sie mir. Ein Mann, der nur auf Spielkarten schießt, verkommt. Ich gehe schon nicht mehr gern ins Hauptquartier, Arturo. Sie dauern mich. Mein Morgen geht es los. Bleibt mir im Hals stecken, wenn ich Ihre Blicke sehe. Dein Plan für das Gemüseracket war so vielversprechend. Warum nicht beginnen? Nicht jetzt. Nein, nicht von unten. Es ist zu früh. Zu früh ist gut. Seit ich der Trast wegschickte, sitzt du 4 Monate jetzt schon herum und brütest. Pläne. Halbherzige Versuche. Der Besuch beim Trast brach dir das Rückgrat. Und der kleine Zwischenfall in Harpers Bank mit diesem Polizisten liegt dir noch in den Knochen. Aber sie schossen! In die Luft. Es war ungesetzlich. Und ein Haar, 2 Zeugen weniger und ich säße im Kittchen jetzt. Und dieser Richter nicht für 2 Cent Sympathie. Für Grünzeugläden schießt keine Polizei, sie schießt für Banken. Schau her, Arturo, wir beginnen mit der 11. Straße, Fenster eingehaut, Petroleum auf Kaffiol, das Mobiliar zerhackt zu Brennholz. Und wir arbeiten uns hinunter bis zur 7. Straße ein. 2 Tage später tritt Manuele Giri, Nelke im Knopfloch in die Läden und sagt Schutz zu. 10% vom Umsatz. Nein! Erst brauche ich selber Schutz vor Polizei und Richter. Muss ich erst geschützt sein, ehe ich andere schützen kann. Es geht nur von oben. Habe ich den Richter nicht in meiner Tasche, indem er was von mir und seiner hat, bin ich ganz machtlos. Jeder kleine Schutzmann schießt mich, breche ich in eine Bank halbtot. Bleibt uns nur Givolas Plan, der hat den Riecher für Dreck. Und wenn er sagt, der Kaffiol-Trast riecht anheimelnd faul, muss etwas dran sein. Und es war ein Teil Gerede, als die Stadt, wie es heißt, auf Boxboros Empfehlung damals die Anleihe gab. Seitdem wird dies und das gemunkelt über irgendwas, was nicht gebaut sein soll und eigentlich sein müsste. Andererseits war Boxboro dafür. Und warum sollte der alte Sonntagsschüler für etwas sein, wenn es irgend fischig ist? Da kommt der Rack vom Star. Von solchen Sachen weiß niemand mehr als Reck. Ich, hallo Ted. Hallo ihr, hallo Roma, hallo Ui. Wie geht's denn Kapua? Was meint er? Oh, nichts weiter Ui. Das war ein kleiner Ort, wo einst ein großes Heer verkam durch Nichtstun, Wohlleben, mangelnde Übung. Verdammt! Kein Streit, erzähl uns was von dieser Anleihe für den Kaffiol-Trast, Ted. Was schert euch das? Verkauft ihr jetzt Kaffiol? Ich hab's. Ihr wollt auch eine Anleihe von der Stadt? Fragt Toxboro. Der Alte peitscht sie durch. Soll ein Geschäftszweig im Grund gesund, jedoch vorübergehend bedroht von Dürre untergehen? Kein Auge bleibt trocken in der Stadtverwaltung. Jeder fühlt tief mit dem Kaffiol, als wäre es ein Stück von ihm. Auch mit dem Browning fühlt man nicht, Arturo. Weiß ich nicht, hätte er es nicht bei Humor. Ich kann es mir denken. Givola heißt es, war schon bei Capone um Arbeit. Hinaus! Noch immer kurz bei Givolas Nebenbraut, die 4. Nebenbraut des 3. Nebenleutnants, eines schnell sinkenden Sterns von 2. Größe. Oh, traurig los. Doch, gib dein verdammtes Maul! Dem Gangster pflicht die Nachwelt keine Grenze. Die wankelmütige Menge wendet sich zu neuen Helden und der Held von gestern sinkt in Vergessenheit. Sein Steckbrief gilt
in staubigen Archiven, schlug ich nicht euch Wunden, Leute? Wann? Eins. Ach, die Wunden sind lang schon Narben und die schönsten Narben verlaufen sich mit denen, die sie tragen. So bleibt in einer Welt, wo gute Taten so unbemerkt gehen, nicht einmal von Üblen ein kleines Zeugnis. Nein. O faule Welt. Stopp in das Maul! Du bist nervös, Arthur. Diese Burschen behandeln mich wie Dreck. Warum? Es ist nur dein langes Schweigen, nichts sonst. Wo bleibt Siri? Mit Schieds, Kassier, von dem er so viel faselt. Er wollte mit ihm um 3 Uhr hier sein. Und was ist das mit dem Sivola? Und dem Capone? Nichts Ernstliches. Capone war bei ihm nur im Blumenladen Kränze einzukaufen. Kränze? Für wen? Ich weiß nicht. Nicht für uns. Ich bin nicht sicher. Ach, du siehst zu schwarz heute. Kein Mensch bekümmert sich um uns. So ist das. Dreck. Behandelt mit mehr Respekt. Der Sivola läuft weg. Beim ersten Misserfolg. Ich schwöre dir, ich rechne ab mit ihm. Beim ersten Erfolg. Giri. Das ist der Mann, Chef. Und du bist bei Schieb Kassierer im Kaffeeultrast. War dort Kassierer, Chef, bis vorige Woche. Bis dieser Hund... Er hasst, was nach Kaffeeol riecht. Der Doxboro. Was ist mit Doxboro? Was hattest du zu tun mit Doxboro? Drum schleife ich hinterher. Der Doxboro hat mich gefeuert. Aus Schiedsrederei. Aus seiner eigenen... Es ist seine seit Anfang September. Das ist korrupt. Bei Gott. Der Doxboro hat Dreck am Stecken. Der Doxboro hat Dreck am Stecken! 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 Haus am See hätte ich nicht nehmen dürfen. Dass ich mir das Paket halb schenken ließ, war nicht angreifbar. Absolut nicht. Dass ich um die Anleihe ging, weil ich am eigenen Leib erfuhr, wie da ein blühender Geschäftszweig verkam aus Not, war kaum ein Unrecht. Nur, dass ich vertrauend, dass die Reederei was abwirf, dies Landhaus schon genommen hatte, als ich diese Anleihe vorschlug und so insgeheim in eigener Sache gehandelt habe, war falsch. Ja, Vater. Was kann der Butcher wollen? Es waren die Pappeln, die an diesem Haus mich reizten. Und der Blick zum See wie Silber, bevor es zu Talern wird. Und das nicht saurer Geruch von altem Bier hier hängt. Die Tannen sind auch gut anzusehen, besonders die Wipfel. Es ist ein grau-grün, staubig und die Stämme von der Farbe des Kalbleders, das man früher beim Abzapfen am Fass verwandte. Aber den Ausschlag gaben die Pappeln, ja, die Pappeln waren's. Heute ist Sonntag, wie? Die Glocken klängen friedlich, wer in der Welt nicht so viel Menschenbosheit. Was kann der Butcher heute am Sonntag wollen? Dies Haus am See. Vater, Butcher sagt, im Stadthaus sei heute Nacht beantragt worden, den Stand der Kay-Anlagen des Carfuel Trusts zu untersuchen. Vater, fehlt dir was? Mein Kampfer! Herr Doc,
Hinaus! Nun, nun, gemütlich, nichts Übereiltes. Heute ist Sonntag, was? Ich sag hinaus. Mein Vater sagt hinaus. Und sagt das nochmals, ist's nochmals nichts Neues. Herr Doxborough. Wo sind die Diener holen? Die Polizei. Bleib lieber stehen, Sohn. Schau, im Flur mag sein, sind ein paar Jungens, die dich missverstehen können. So, Gewalt. Oh, nicht Gewalt, nur etwas Nachdruck, Freund. Herr Doxborough, ich weiß, Sie kennen mich nicht oder nur vom Hören sagen, was schlimmer ist, Herr Doxborough. Sie sehen vor sich einen verkannten Mann, sein Bild geschwärzt von Neid, sein Wollen entstellt von Niedertracht, als ich von nunmehr 14 Jahren als Sohn der Bronx und einfacher Arbeitsloser in dieser Stadt meine Laufbahn anfing, die, ich kann es sagen, nicht ganz erfolglos war, hatte ich um mich nur sieben brave Jungs, mittellos jedoch entschlossen, wie ich, ihr Fleisch herauszuschneiden aus jeder Kuh, die unser Herrgott schuft. Und jetzt sind es 30 und es werden mehr sein. Sie werden fragen, was will Ul von mir? Ich will nicht viel. Ich will nur eins, nicht verkannt sein, nicht als Glücksjäger, Abenteurer oder was weiß ich betrachtet werden! Das hängt davon ab, ob wir im Guten auskommen mit den Grünzeughändlern. Was haben Sie im Grünzeughandel zu schaffen? Ich komme dazu. Ich bin entschlossen, ihn zu schützen gegen jeden Übergriff, wenn es sein muss mit Gewalt. Soviel ich weiß, ist er bis jetzt von keiner Seite bedroht. Bis jetzt? Vielleicht. Ich sehe aber weiter und frage, wie lang, wie lang? In solcher Stadt mit einer Polizei und tüchtig und korrupt wird der Gemüsehändler sein Gemüse im Hof verkaufen können. Wird ihm nicht vielleicht schon morgen früh sein kleiner Laden von ruchloser Hand zerstört in die Kasse geraubt sein? Wird er nicht lieber heute schon gegen kleines Entgelt kräftigen Schutz genießen wollen? Ich denke eher nein. Das wird bedeuten, dass er nicht weiß, was für ihn gut ist. Das ist möglich. Der kleine Grünzeughändler. Fleißig. Aber beschränkt. Offen. Aber selten, weitblickend. Braucht starke Führung. Leider kennt er nicht Verantwortung, den Trust gegenüber dem er alles verdankt. Auch hier, Herr Doxborough, setzt meine Aufgabe an, denn auch der Trust muss heute geschützt sein. Weg mit faulen Zahlern, zahlen oder schließt den Laden. Mögen einige Schwachen zugrunde gehen. Das ist Naturgesetz. Gott. Der Carfiol-Trust braucht mich. Was geht mich der Carfiol-Trust an? Ich denke, Sie sind mit Ihrem merkwürdigen Plan an falscher Stelle, Mann. Darüber später. Wissen Sie, was Sie brauchen? Sie brauchen Feiste im Carfiol-Trust. 30 entschlossene Männer unter meiner Führung. Herr. Ich weiß nicht, ob der Trust statt Schreibmaschinen Thompson-Kanonen haben will, doch ich bin nicht im Trust. Wir reden davon noch. Sie sagen, 30 Männer, schwer bewaffnet, gehen aus und einen Trust. Wer birgt uns da, dass nicht uns selbst was zustößt? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Die Macht hat stets wer zahlt und wer die Lohntüten ausfällt, das sind Sie. Wie könnte ich jemals gegen Sie ankommen, selbst wenn ich es wollte und Sie nicht so schätzte, wie ich es tue? Sie haben mein Wort darauf. Wer bin ich schon? Wie groß ist schon mein Anhang? Und wissen Sie, dass einige bereits abfallen? Heute sind es noch 20? Wenn es noch 20 sind, wenn Sie mir nicht helfen, bin ich aus. Als Mensch sind Sie verpflichtet, heute mich zu schützen vor meinen Feinden. Und ich sag's, wie es ist. Anhängern auch. Das Werk von 14 Jahren steht auf dem Spiel. Ich rufe Sie als Mensch an. So hören Sie, was ich als Mensch tun werde. Ich rufe die Polizei.
Die Polizei? Jawohl, die Polizei. Heißt das, Sie weigern sich, mir als Mensch zu helfen? Dann verlange ich es von Ihnen als einem Verbrecher. Denn das sind Sie. Ich werde Sie bloßstellen. Die Beweise habe ich. Sie sind verwickelt in den Kai-Anlagen-Skandal, der jetzt heraufzieht. Schiedsrederei sind Sie. Ich warne Sie. Treiben Sie mich nicht zum Äußersten. Die Untersuchung ist verschlossen worden. Sie wird niemals stattfinden, meine Freunde. Haben Sie nicht. Die hatten Sie gestern. Heute haben Sie keinen Freund mehr. Aber morgen haben Sie nur Feinde. Wenn Sie einen rettet, bin ich's. Arturo! Ich! Eine Untersuchung wird es nicht geben. Niemand wird mir das antun. Mein Haar ist weiß. Doch außer Ihrem Haar ist nichts an Ihnen weiß. Mann, Doxborough, helfen Sie mir jetzt. Vernunft, nur jetzt Vernunft. Ein Wort von Ihnen und ich schlag einen jeden nieder, der Ihnen nur ein einziges Haar krümmen will. Doxborough, helfen Sie mir jetzt. Ich bitte Sie einmal, nur einmal. Ich kann nicht mehr vor meine Jugendsmann. Ich nicht mit Ihnen übereinkomme. Niemals. Bevor ich mich mit Ihnen einlasse, will ich lieber zugrunde gehen. Ich bin aus. Ich weiß es. Ich bin jetzt 40 und bin immer noch nichts. Sie müssen mir helfen. Niemals! Sie! Ich warne Sie! Ich werde Sie zerschmettern! Roma, wir gehen. Er bleibt lang aus. Er kommt mit Schied. Kann sein, Sie sind nicht übereins. Ich denke, Sie haben die ganze Nacht verhandelt. Schied muss aussagen, dass er die Reederei noch hat. Es ist für Schied kein Honiglecken, sich herzustellen und zu beweisen, dass nur er der Schurk ist. Schied macht es nie. Er muss? Warum soll er 5 Jahre Gefängnis auf sich nehmen? Es ist ein Haufen Geld und Mabel Schied braucht Luxus. Er ist noch heute vernarrt in Sie. Er macht's. Und was Gefängnis angeht, er wird kein Gefängnis sehen. Das richtet Doxborough. Schied ist tot aufgefunden. Im Hotel. In seiner Westentasche ein Billett nach Frisco. Schied tot? Ermordet. Oh. Er hat es nicht gemacht. Doxborough, ist der übel? Es geht vorbei. Hallo, klar. Na, hallo, Doxborough. Hallo. Hallo, Ui. Nun, was will man von mir wissen? Das hier, dein Mann. Gewiss, nicht gut genug? Doxborough heißt das. Wer sind die Leute? Freunde. Wer sind Sie? Meine Prokurist Ernesto Roma. Halt! Ist Doxborough das hier dein Ernst? Herr Ui, wie wir Herrn Doxboroughs beredtem Schweigen entnehmen, sind es Sie, der sein Vertrauen hat und das unsere wünscht. Nun, wo sind die Kontrakte? Was für Kontrakte? Die Reederei bezwecks des Ausbaus ihrer Kai-Anlagen mit Baufirmen getätigt haben muss. Ich weiß nichts von Kontrakten. Nein. Sie meinen, es gibt keine solchen. Sprachen Sie mit Schied? Nein. Ach, Sie sprachen nicht mit Schied. Wer das behauptet, dass ich mit dem Schied sprach, lebt? Ich dachte, Sie schauten in die Sache im Auftrag Doxboroughs. Das tat ich auch. Und trug Herr Ui Ihr Studium Früchte? Sicher. Es war nicht leicht,
die Wahrheit festzustellen und sie ist nicht erfreulich. Als Herr Dogsborough mich zuzog, im Interesse dieser Stadt zu klären, wo das Geld der Stadt, bestehend aus den Spargroschen von uns Steuerzahlern und einer Reederei, die hier anvertraut geblieben ist, musste ich mit Schrecken feststellen, dass es veruntreut worden ist. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wer hat es veruntreut? Nun, auch das konnte ich erforschen und der Schuldige ist leider Gottes. Nun, wer ist es? Oh, Schied. Der schweigsame Schied, den Sie nicht sprachen. Was schaut denn so der Schuldige als Schied? Der Schied ist tot, hast du es denn nicht gehört? So ist er tot. Ich war nach dem Cicero, darum habe ich nichts gehört. Roma war bei mir. Das nenne ich komisch. Meint ihr, das ist Zufall, dass er gerade jetzt... Meine Herren, das ist kein Zufall. Schieds Selbstmord ist die Folge von Schieds Verbrechen. Es ist ungeheuerlich. Es ist nur kein Selbstmord. Was sonst? Natürlich, ich und Roma, wir waren heute Nacht in Cicero. Wir wissen nichts. Doch was ich jetzt weiß, was uns jetzt klar ist, Schied, scheinbar ein ehrlicher Geschäftsmann, war ein Gangster. Ich verstehe. Kein Wort, das ihn zu scharf erschied, für den heute Nacht noch anderes zu scharf war, ui. Und nun, Dogsborough, zu dir. Zu mir? Was ist mit Dogsborough? Das ist, wie ich Herrn Ui verstehe. Und ich verstehe, denke ich, gut, was eine Reederei, die Geld erhielt und dies unterschlug. So bleibt nur eine Frage nun. Wer ist die Reederei? Ich höre, sie heißt Schied. Doch was sind Namen? Was uns interessiert, ist, wem die Reederei gehörte, nicht nur, wie sie hieß. Gehörte sie auch Schied? Schied ohne Zweifel können Sie uns sagen, doch Schied spricht nicht mehr von dem, was ihm gehörte, seitdem Herr Uyen Cicero war. Wäre es möglich, dass doch ein anderer der Besitzer war, als der Betrug geschah, der uns beschäftigt? Was meinst du, Dogsborough? Ich... Ja, könnte sein, dass du... An Schieds Kontortisch saß es, als dort gerade ein Kontrakt, nun sagen wir, nicht gemacht wurde. Okay, Sie. Dogsborough, was fällt dir ein? Ja, und schon früher, als du uns im Stadthaus erzähltest, wie der Kaffiole schwer hätte und dass wir eine Anleihe geben müssten, was eigene Erfahrung widersprach. Was soll das? Seht ihr nicht? Dem Mann ist übel. Ein alter Mann. Sein weißes Haar müsst euch belehren, dass in ihm kein Arg sein kann. Ich sag Beweise! Was Beweise angeht! Bitte um Ruhe, etwas Ordnung, Freunde. Um Himmels Willen, Dogsborough, sprich! Der Chef will Ruhe! Ruhe! Wenn ich sagen darf, was mich bewegt in dieser Stunde und bei diesem Anblick, der beschämend ist, ein alter Mann beschimpft und seine Freunde schweigend herumstehend, so ist's das. Herr Dogsborough, ich glaube Ihnen. Sieht so schuld aus, frag ich. Liegt so ein Mann, der krumme Wege ging. Ist weiß, hier nicht mehr weiß, schwarz, nicht mehr schwarz. Es ist weit gekommen, wenn es so weit kommt. Man wirft hier einem unbescholtenen Mann Bestechung vor. Und mehr als das, Betrug! Denn ich behaupte, die schattige Reederei, von der wir so viel Schlechtes hörten, als man sie noch dem Schied zuschrieb,
war Eigentum des Docksboro zur Zeit der Anwalt. Das ist Lüge! Ich biete meinen Kopf zum Pfand für Docksboro und lade die ganze Stadt und finde da einen, der ihn schwarz nennt. Zeugen! Ach, Zeugen, wollt ihr das? Nun, Smith, wie steht's mit unserem Zeugen? Ist er da? Ich sah, er ist gekommen. Meine Herren, mein Zeuge ist nicht mehr vernehmungsfähig. Fürchte ich. Geffels, nimm mich weg von hier. Gratuliere. Docksboro, ich will, dass Klarheit herrscht. So oder so.